Sag, was ist denn hier los, wenn ich fragen darf? Guten Tag. Hier ist nichts, los hier ist nur ein... Ja. Hier ist nichts? Nur ein also, Mann, wir sind von der Presse. Guten Tag noch, Ihnen. Nach einem freshen Überfall aus. Ja, würde ich auch sagen. Also wir sind von der Presse. Das ist doch kein Überfall. Ja doch, ich glaube hier war gerade ein wie Überfall. Wie heißen denn? Doe. Ja, ich glaube auch. Ne? Fragen Sie den Herrn, ist das ein Überfall gewesen? Nein, das war kein Überfall. Alfred, du kannst es nicht wahr sein. Ich habe einen Überfall gebaut und er hat mich letztens gesagt, ob er mir helfen würde. Du hast einen Überfall gebaut? Aha, also bist du der Überfaller macht? Ach, du bist der Überfäller? Ja, ich schon sag mal. Ja, die Polizei ist unterwegs, Jungs, keine Angst. Wir haben ihren Namen aufgeschrieben, wir haben einen Tracker im Auto. Tschüss. Jetzt sagt der, dass er überfallen, hat sich doch überfallen. Ja, eventuell, aber das mache ich auch nicht, die Sache. Warum bist du so eine Pussy? Warum sagst du uns das nicht sofort? Guck dir mal deine Karre an. Irgendwie hat er dich doch gedemütigt, oder? Nein, was wollen Sie überhaupt von mir? Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe gerade sehr wichtiges zu tun. Ich telefoniere, das ist mein Job, und gerade telefoniere ich mit anderen Leuten. Das ist uns scheißegal, was dein Job ist. Wir können Sie mitnehmen, müssen Sie irgendwo hin. Nee, ich habe glaube ich noch Reparatur gemacht. Steig jetzt in unsere Karre ein. Steig in unsere Karre ein. Nein, Entschuldigung, ich mach das hier. Boah, da kommt eine kaputte Karre an. Ja, dann müssen wir nicht reinfahren, das hat ja keinen Sinn. Alter. Hallo, wir sind von der Presse, was soll das denn? Was soll das denn? Warte mal. Ich zieh euch jetzt hier raus. Was soll das? Was soll der Scheiß? Ja, wie dürft ihr uns nicht warum fahren wir uns rein? Wir sind von der Presse, wir haben hier Beamtenstatus. Was wollen Sie denn von uns? Wir haben hier keinen Status. Ja, klar, mit Status. Lächerlich. Nein, wir haben keinen Status. Ich hab den Repair-Kit für uns. Nein. Leider nicht, der junge Mann da vorne hat eins an dem LKW. Der hat noch eins, der hat seinen LKW repariert. Ah, der fällt jetzt gleich weiter, wenn er nicht schnell da seid. Er will gerade auch eine Lieferung abgeben, also wenn er schnell ist, könnt ihr ihn noch überfallen. Der hat richtig viel dabei. Der hat richtig viel dabei. Wir können euch hinfahren, aber wir machen nichts mit. Okay, wir können... Wollen wir ihn wirklich jetzt überfallen lassen? Ja. Ja, aber der hat doch überhaupt kein Geld, als ob der Geld dabei hat. Ja klar, der hat doch gerade seine Lieferung weggebracht. Ja, aber dann fällt er doch nicht hierher, sondern zum ATM. Ja, er will doch gerade... Ratet mal, warum er gerade abhaut, Jungs. Weil er nichts dabei hat? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, warum ist er dann nicht zum ATM gefahren? Warum stellst du irgendwelche unangenehmen Fragen? Abhauen. Abhauen. Patrick. Fahrt weg! Wir dürfen überhaupt nicht schießen, was schießen die auf uns? Patrick! Fahrt weg! Was sind das für Leute? Bleib stehen, lass mich raus! Wir dürfen gar nicht schießen! Geh weg! Wieso schießt ihr? Hallo! Hallo, Herr Praktikant, nicht stören. Wir haben gerade eine gute Fotosession am Start und der Rehwan... Ich bin kein Praktikant, ich bin Rekrut. Ja, das ist mir egal. Oh, Rehwan, aber du machst dich heute super, wirklich. Alles klar, gut, das war's schon. Dankeschön, Rehwan. Jo, alles klar. Vielen Dank. Sokrates Passadakis, Alter, wie viele Praktikanten das hier neue gibt. Cracker. Achso, Sie sollten übrigens vorsichtig sein, das sind unsere Rekruten, nicht Praktikanten, die fühlen sich in ihrer Ehre immer sehr gekränkt. Wenn die als Praktikant der quasi abgeschossen werden. Es tut mir leid, Jungs, ich wollte euch jetzt nicht beleidigen, also, wenn ihr schon Rekruten seid, da habt ihr schon wie viel jetzt hinter euch, die Woche? Oh, warte mal ganz kurz, hier, der Alfonso, der macht sich gut für meine Kamera. Alfonso! Na? Ich höre mich belastet. Ja, nein, du siehst richtig gut aus. Und der Chief, was treiben wir heute noch so? Na, weiß ich nicht. Nee, ich wollte ein paar Fotos schießen nur. Hab grad irgendwie nichts zu tun, so. Ja, komm, ich gebe mir mal einen Kaffee. Geben Sie mir einen Kaffee? Ja, gerne. Wollen wir Kaffee trinken gehen, Jungs? Sie sind einer der wenigen Guten, denen ich bei der Polizei vertrauen könnte. Und den Cracker, der hat mir Kaffee und einen Donut gegeben. Der auch. Ja. Also so kauft man sich Loyalität. Macht einen Abgang, Jungs. Noch einmal hier auf den Checkpoint und ihr kassiert beide einen Strafzettel. Los, und die Schranke hinter euch zumachen, sonst gibt's Ärger. Der Chief hat gesprochen. Was haben Sie gesagt, Herr Chief? Du sollst die Schranke hinter dem Auto zumachen, das habe ich gesagt. Die Scherpen, der ist ja besoffen, der soll mal aussteigen. Steig mal aus. Steig mal beide aus jetzt. Mal auf, der Herr. Kommen Sie mal raus. Jetzt gibt's Ärger, Jungs. Jetzt gibt's Ärger. Jetzt habt ihr es drauf ankommen lassen. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn es in so einer Crime-Scene aussieht, wenn du dich vor das Scheinwerferlicht stellst und du dann durchsucht wirst, Fritz. Mach das mal mit. Komm. Das wäre lustig. So, Fritz! Ja, Mann.
Ja, Mann. Was hast du denn verbrochen, hä? Yo, yo, yo. So, jetzt reicht's mir, Fritz. Du, das sieht aber cool aus. Weißt du, ich hasse es, wenn Leute nicht die Autorität vom Cracker, weiß nicht, beachten. Das geht gar nicht. Oh, Mann, kann da ein bisschen weggehen. Ey, mir platzt da fast der Kragen, das ist richtig. Hey, du. Hey, Schi, wir bleiben nur mal ruhig, komm. Ach. Ja, einfach mal, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Dings da halten. Die was denn? Die was denn? Sag es ruhig. Komm, bleiben Sie mal ruhig. Na gut, ja gut. Ich will nicht aussprechen. Ja. Wir zerschießen dir gleich deine Reifen, Alter. Ja, da drücken wir heute nochmal ein Auge zu, Herr Chief. Ja, es ist Ehrenmongo. Wissen Sie, es gibt Leute, die wollen ja, da kann man nichts machen. Cracker. Wissen Sie was? Ich esse jetzt mit Ihnen noch einen Donut, trinke mit Ihnen noch einen Kaffee und vielleicht lernen wir uns dann kennen. Wie wär's? Ja, wir können uns ja mal kennenlernen. Aber no homo. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Fangen wir mal so an. Die ist grün. Die ist grün, okay. Sternzeichen? Ja, Widder. Widder. Grün und Widder, alles klar, ja. Schreibe ich mir auf. Augenfarbe? Blau. Gucken wir mal. Blau. Okay. Ich bin halt lecker wie ein Cracker, ne? Das ist halt so. Oh, Cracker, also, ja, genau. Ja, okay, Jungs, viel Spaß euch. Tschüss. Nee, bitte holen. Ja, Maddie. Ich hab irgendwie mein Fahrzeug hier versenkt. Der beleidigt ja einfach. Ich mach den Fenster. Der spricht hier raus. Der liegt da. Nein, ich sehe seinen Fuß. Ich bewege. Und jetzt geht mein Bruder wieder raus. Und wir sind auch wenigstens da raus. Ah, ich hab nicht geschleppt. Der Fritz, der muss ja auch gerade einstecken, oder? Guten Tag, die Herrschaften. Ey, du siehst ja aus wie ich, Mann. Jetzt die Polizei. Nee, ey, jetzt, wer bist du denn? Ich bin Chief Loom. Ach, jetzt, das kommt aber. Jetzt raus hier. Hier ist die Tür, mein Freund. Hier ist die Tür. Und du, ja, allerdings, du ziehst jetzt sofort, du ziehst sofort was anderes an. Sind Sie überhaupt verletzt schon wieder? Was soll denn? Du ziehst dir sofort was anderes an, Lumi. Ich bin gerade mal eben mit den Kollegen von der Polizei rumgefahren, ja? Das kannst du nicht gemacht haben. Das kannst du nicht gemacht haben. Das kannst du nicht gemacht haben. Mein Puls geht langsam hoch. Du bist niemals mit den Bullen zusammen irgendwie auf Streife gefahren. Das darf nur ich oder einer von den Chiefs. Jetzt aber raus hier. Raus. Was glaubst du, wer du bist? Hör mal, ich bin der Lumi, ja? Okay. Ich bin der einzige wahre Lumi. Okay, und der Lumi, der ist wer? Ich bin Chief Lumi. Du bist nicht Chief Lumi, mein Freund. Jetzt aber runter, dass du dich schon ankleidest wie ich. Freundchen, wir sehen uns. Wir sehen uns, mein Freund, aber wirklich, wir sehen uns wirklich. Ich hoffe für dich, dass es dann nicht hier in der Stadt ist. Weißt du, dann jage ich dir eine Kugel ins Gesicht. Hier, hast du den Kompass, damit du weißt, wo es lang geht hier. Oh, Lumi. Der war jetzt hart. Der war nicht schlecht. Lumi, bring mir mal was zu essen mit, bitte. Das ist jetzt mein Ernst. Oder so, geil, danke dir. So, bitteschön, der Herr. Finde ich trotzdem scheiße. Ja. Hey, Jungs, ich habe eine gute Idee. Wie wär's? Wir tauschen unsere Kleidung. So, und wie sollen wir denn jetzt aussehen? Ey, Alter, Jungs? Jungs, wo sind unsere Rucksäcke? Oh Gott. Nein! Oh Gott, ich hab wieder an. Ich hab wieder an. Nein! Oh nein, was soll ich jetzt? Hab ich aufgegessen. Ich war gut. Alter, so sah mir aber nicht aus. Was soll das? Also, ich find ziemlich hässlich. Was meint ihr? Ja, kann ich schon zurückgeben. Okay, das ist natürlich kacke. Ich bin toll. Vor allem, guck dir den Affen hier mal an. Guck dir den mal an, also... Hallo? So, Jungs, wir haben unsere Party verlegt. Die befindet sich jetzt hier. Also, so, Joe, war schon erstmal Abgang machen, genauso wie der Fab 15. Weg, macht einen Abgang. Ui, das Gebiet ist jetzt hier gesperrt. Jetzt. Hau ab. Jetzt sind wir am Start. Mach einen Abgang, das ist jetzt mein Ernst. Du sollst einen Abgang machen, sonst gibt's Konsequenzen. Los. Ja, ich kleide mich auch mal neu ein. Hallo. Okay, nur für 15 Minuten. Hallo. Lumi. Ich fass es nicht. Tom, guck mal, was der Lumi macht. Ja? Guck mal da hinten. Nee. Das macht er nicht wirklich. Das macht er nicht wirklich, oder? Alter. Ja. Guck mal hier, Jungs. Hört man doch. Ich sehe, die Fahrzeuge da hinten gehören jetzt uns. Alles klar, Jungs. Wir fahren jetzt, wir cruisen jetzt. Das ist jetzt die Partykutsche. Und in der Partykutsche, jawohl, wird Party gemacht. Hauptsache, es gibt Party. Egal, wo du uns hinfährst, Hauptsache Party. Weißt du, wenn noch richtig krass Party wäre? Du kannst ja mal am Checkpoint 2 vorbeifahren. Wenn dann noch mega Party am Start ist, dann können wir noch ein paar Bullen mit dazu holen. Dann ist aber richtig Party. Wenn du verstehst, was ich meine mit Party. Du weißt, Taxi-Schubi macht immer Party. Musst du wissen. Leute, wartet mal. Ja, genau. Ja, Party hier. Ey, der Tom ist gar nicht drin. Wer bist du denn, Titan?
Ja? Wer ist nicht drin? Wir haben den Tom vergessen, Dominik. Dreh nochmal um. Hey, das ist der Ey, wir haben schon vergessen. Das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst, du musst nochmal umdrehen. Ja, ey, Tom, wir dachten gerade, dass der Titan du bist und deswegen sind wir schon gefahren. Ey, wirklich, das war gar nicht mit Absicht. Komm, steig ein. Deswegen haben wir dich schon abgeholt mit dem Offroader. Ja. Tom, das ist jetzt der Partybus. Oh, die Partykutsche, sorry. Die Partykutsche, so. Ist egal, wo die Partykutsche hinfährt, Tom. Hauptsache, das was? Party? Yes, genau, Party. Und Party, dementsprechend Party. Machen wir jetzt Party. Chicka wow, chicka chicka chicka. Titan, machst du noch so eine dämliche Aktion, wirst du gleich abgesetzt. Dann geht die Party ohne dich weiter. Ja, also ich will nur Partystimmung aufbauen. Das war ja lächerlich. Beweis dich mal, komm. Jetzt mach mal übelst so. Ne? Mach mal irgendwas. Chicka chicka wow, chicka wow, chicka wow, chicka wow. Oh Gott. Keine Ahnung. Lieber. Nice. Nice. Ja, der Titan hat sich bewiesen. Dominik, jetzt bist du dran. Ich bin dran, ich kann durch. Nee, du kannst, ich muss mich gerade auf den Verkehr konzentrieren. Du bist ein Taxifahrer und dir steckt auch noch irgendwo ein verborgenes Talent. Und das wollen wir jetzt gerade rausfinden. Also los. Leg mal übelst den Drift hin, so. Oder fahr mal richtig dangerous, so, weißt du, dass wir da übelst in Partystimmung kommen. Fahr mal auf der entgegengesetzten Fahrbahn und so ein Scheiß, weiß ich. Das ist ja schon mega heftig. Boah, machst du das gerade, ey, Sache bloß. Oh, Alter. Oh, Alter! Meine Adrenalin steigt. Ja, oh, Offroad, Offroad, Jungs, Jungs! Oh, ja, ja. Bist du bei uns? Das war ja aber gerade. Oh, yo! Hallo! Yo, yo! Yo! Alter! Alter! Habt ihr das? Ja, okay, Dominik, ganz ehrlich. Alter. Dominik, du hast dich bewiesen. Du hast dich echt bewiesen. So, wo geht's jetzt hin? Ah ja, genau, zum Checkpoint. Wir wollten ja zum Checkpoint fahren. Wir wollten ja mit ein paar Bullenparty machen. Ja, ich muss klar sein, dass ihr auch dafür für die Fahrt bezahlt, ne? Pro Person. Jetzt bist du mal leise, Titan. Du hast uns eingeladen, oder Jungs? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Als Maul! Hast du schon erledigt? Mein Kollege hat das Auto repariert. Hallo, weißt du, was du jetzt hier für eine Mühe gemacht? Haben wir Anfall? Ja, wir sind extra umgekehrt, Alter. Was soll die Scheiße? Was willst du, ne? Ja, was willst du? Erzähl dich, Alter. Oh, jetzt wird's einfach weh. Ja, hier. Ja. Kreisen hin, Alter. Du bist jetzt im Zirkel der Chiefs. Also dem normalen Chief und den zwei Fake Chiefs. Oh, ey, du musst ja nicht gleich ausrasten. Hallo, ruhig bleiben, Alter. Ey, das ist Arschbrüch, ja. Frau Foxe, das ist die Partykutsche. Das ist die Partykutsche. Ruhig. Oh. Entdeckung! Alter, ey, wer von euch Trotteln wollte die scheiß Frau mitnehmen? Ich sag doch, die sind alle verrückt. Was für eine Scheiße hier! Nun, hier sind die Einzigen, die überlebt haben. Scheiße! Junge, da rastet die auf einmal aus, ey. Die dreht nicht. Ja komplett am Rad auf einmal. Alter, ich hab sie nie wieder eine Frau in meinem Auto. Nee, ja. Wirklich. Ey, sucht uns bestimmt, oder? Ey, weiß nicht, die ist ja komplett am Durchdrehen. Nicht, dass sie welche Granaten gleich reinwirft, ey. Ich will auch gar nicht wissen, wo sie ist. Mein Freund, jetzt sind wir alleine. Wenn du nicht willst, dass ich gleich eine Pistole auf den Mund schiebe und dich exekutiere, dann hältst du jetzt einfach mal deinen Mund, okay? Herr Kollege, ich bin so lange ein Anwalt, der hat mich bedroht. Ich dachte, du sprichst unsere Sprache nicht. Herr Kollege, der wollte mir einen Knallmund stecken. Ich war lange Anwalt. Der wollte mich niederschießen. Ich kleiner ihn, da ich nichts gemacht habe. Und der wollte mich vergewaltigen. Okay. Ich wollte mir Waffe im Mund stecken. Gar nicht wahr. Jetzt hör doch auf zu lügen. Ja, Polizist.